am Freitag ist es soweit, dann wird das Versus, also das Eis- und Feuer-Event sozusagen, endlich kommen. Das heißt, wir haben quasi nur noch morgen und übermorgen das Winter Wildcard und dann geht es los. Ihr seht ja schon, das Design, die ganzen Leaks, die sind hier von Food Sheriff, also wirklich wasserdicht. Die Eis- Feuerpromo, das Versus-Event, das kennen wir schon aus den letzten FIFA-Teilen. Wir bekommen zwei verschiedene Kartentypen vom selben Spieler, wie zum Beispiel Kamavinga, ZDM und dann noch eine andere Position, wo dann die Werte verschieden sind. Der Gesamt-Rating-Bereich, der bleibt gleich. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen Spieler als Stürmer und einen Spieler als linken Flügler. Beim Flügler ist eben das Pace und das Dribbling besser. Beim Stürmer dann der Schuss und vielleicht die Physis, was auch immer. Ihr versteht schon das Event. Wir haben quasi den gleichen Spieler und müssen uns entscheiden, lieber die Version oder die Version, welche wir dann nehmen wollen. Hier direkt mal ein Leak, der aufgetaucht ist. Ich glaube, vorgestern war das Kamavinga eben. Eine sehr interessante Karte als ZDM-Franzose in der La Liga. Es ist top einfach. Die Werte werden so ähnlich kommen. Die Werte sind an sich nur Predictions, aber die passen fast immer mit 84 Pace, 85 Pass, 88 Dribbling, 81 Def, 85 Physis. Wird das auf jeden Fall eine Karte, die Yaya Traoré hier echt gefährlich kommen kann, definitiv. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was das Gegenstück dazu sein wird. Entweder eine ganz normale ZM, ZOM, vielleicht auch IV-Karte. Da ist auf jeden Fall viel, viel Spielraum dazu. Der erste League, der allerdings gekommen ist, ist Heung-min Son. Den habe ich euch schon im letzten Video mal kurz mit gezeigt, mit angeteasert. Hier als Stürmer, der wird wahrscheinlich noch eine zweite Karte bekommen als vielleicht MS oder halt auch als linker Flügler. Und da wird eben der 93er Schussrate ein bisschen runtergesetzt. Vielleicht auf eine 89 oder 90 und dafür das 90 Pace dann auf 94 hochgesetzt. Und vielleicht noch Dribbling hoch und passt ein bisschen runter. Die Werte werden halt immer angepasst. Wir kennen es ja aus den letzten FIFA-Teilen. Die erste Feuerkarte, die geleakt worden ist, ist Kingsley Coman. Und meine Fresse, sieht das geil aus. Hier Coman als rechter Flügel eben. Und ihr seht schon, da sind ja die Pace-Werte hoch, die Dribbling-Werte hoch. Und dann seine andere Position, vielleicht ZM, vielleicht Stürmer, wird dann eben angepasste Werte auf die entsprechende Position. Und ich muss sagen, das Design, das sieht wirklich, boah, das werden so schöne Teams damit werden, geisteskrank einfach. Auch Neymar wird hier eine Special Card bekommen, hier ganz normal als Linksflügler. Auch hier die Eis, ich muss sagen, ich kann mich kaum entscheiden, was findet ihr besser, die Eis- oder die Feuerkarten-Designs? Ich finde halt beide enorm geil, aber ich würde jetzt sogar fast schon sagen, das Feuerdesign ist ein bisschen krasser irgendwie. Auch Morata wird kommen und Morata ist ja immer so ein Spieler, den man eigentlich nicht spielen möchte oder nicht ziehen möchte. Aber hier mit den Werten sieht das echt enorm krank aus. Also ob man da jetzt einen Morata spielt oder einen Griezmann, macht da jetzt ja fast schon gar keinen Unterschied mehr. Firmino wird auch kommen und Firmino ist natürlich dann Perfect Link im selben Event zu Neymar. Saudi League, Brasilianer, top einfach. Wobei, ich muss sagen, hier als MS mit 83 Pace hätten sie ein bisschen höher machen können. Aber ich denke mal, 93 Dribbling holt das Ganze schon wieder gut raus. Und der neueste und letzte League ist Upamecano hier als IV mit 87 Pace. Ein Franzose IV, wir kennen das Spiel doch. Der wird einfach schweineteuer werden. Das sind jetzt keine direkten Leaks, aber Predictions, die ich sehr interessant fand. Vor allem, weil wir hier in einer Karte dieses Feuer und Eis haben. Sieht richtig geil aus. Einmal einen Bruno, einmal einen Griezmann, einmal einen Toni Kroos, den ich mir sehr wünschen würde. Und auch einen Rice. Also wie gesagt, das sind jetzt nur so Predictions erstmal. Auch Sergio Ramos soll kommen, nur hier weiß man noch nicht ganz, ja, wie da die Kartenaufteilungen werden. Kommt es als Feuer, kommt es als Eiskarte, was ist das Gegenstück zu? Aber auch der ist richtig interessant, denn mit einer Special Card wird der auf jeden Fall auch wieder ziemlich, ziemlich spielbar werden. Und natürlich immer der Blick aufs Team of the Week. Salah, Mané in einem Team, das gibt es so Liverpool-Flashbacks wieder. Ansonsten würde ich sagen, Foden ist noch ganz interessant, Rafa auch mit 95 Pace, 89 Dribbling. Ansonsten ist nicht so viel Krasses dabei, wenn ich ehrlich bin. Also Salah wäre sehr big, Mané wäre cool, Foden wäre cool, Rafa wäre cool. Der Rest meiner Meinung nach jetzt nicht so unbedingt das Banger-Team. Aber wir kriegen ja ein geiles Event, deswegen ist das nur Nebensache. Das FC Versus ist also das nächste Event, was uns jetzt erwartet. Und danach wird es natürlich weiter entspannend. Dann der Höhepunkt nach diesem Event. Es wird ein, zwei Wochen drin sein.
Und dann geht's schon los mit dem Team of the Year. Die Roadmap dazu soll bereits am 8. Januar jetzt schon kommen. Das wäre ja quasi in 5 Tagen schon. Da kommen wir nicht als Toadies, sondern dann geht's erstmal so langsam los. Wir haben ja erstmal die Voting-Phase, dann kommen die einzelnen Teams und. Dazu wird aber auf jeden Fall morgen nochmal ein Video hier kommen zum ganzen Toadie-Event. Was für Teams bekommen wir? Frauen, Männer-Team und so weiter und so fort. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst ihr unbedingt ein Abo da, ein Däumchen nach oben für das Video und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen zurück hier auf dem Kanal zu einem neuen FC24-Video. Bis dann rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.